Aber hier geht's schon mal los. Also, Nov Academy gegen Big. Die Knife geht los. Erste Map DE Mirage. Zweite Map war DE Train. Und die Cider wäre dann noch Inferno, falls es soweit kommt. Mirage dürfte der Map-Pick von Nov Academy gewesen sein. Da gab es eine kleine Petiküre für den Tapsen. Ja, Mirage, da wird die AWP wichtig in der Mitte. Also muss Kief heute heiß sein. Ach, Big hat Mirage gepickt. Sorry, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ach krass, okay. Da eben, wie gesagt, Big hat gegen LDLC 16 zu 10 auf Train gewonnen. Und North Academy hat gegen LDLC verloren auf Train. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da North einfach mal Train pickt. Aber die scheint sich dann doch ihrer Sache sicher zu sein. Ich glaube, man wartet auf irgendwen. Ich sehe, den Schuss verpasst. Ah ne, es hat nur einen technischen Bug, wie es aussieht. Ja, Big muss wohl noch einkaufen gehen. Man möchte schnell das Spiel hinter sich bringen, wie es aussieht. Da hat wohl jemand Hunger. Und die Pistole geht los. Wir sehen Gob mit der Smoke Flasher E und Legia ebenfalls. Und es sieht direkt nach dem A-Execute aus. Wahrscheinlich Jungle und Stairs werden weggesmoked. Und dann werden sie versuchen, in die Base reinzuspurten, Zutritt über Haus, Base einzunehmen und Bombe für Base zu legen. Jetzt darf hier Next 4, noch eine Flash. Also Base-Spieler bekannt, jetzt muss er aufpassen. Jetzt muss die Base eingenommen werden, jetzt fahren sie auch in die Base langsam rein. Ah, sie nehmen die Base aber doch nicht ein. Okay, also, oh, sie machen es hier ziemlich gewagt, aber sehr interessant gespielt. Ziemlich gut gemacht eigentlich. Wie ihr seht, North Academy wird angenommen, dass es für Base jetzt gelegt ist und wollen alle über die Base schieben, aber Base steht kein einziger T. Alle jetzt weggeschoben in die Smokes hinein und die Bombe liegt ganz offen für den Connector und für den Jungle. Wir haben jetzt noch einen Gob, dieser kleine Fuchs, nochmal außen rum gemoved, kann den ersten jetzt holen. An der Bombe ist Lommy, aber Gob hat ihn wunderbar gespielt. Ja, sehr schön eigentlich die Taktik. Die klassische Mirage-Taktik abgeändert, weil eben... Ich hätte auch gedacht, das ist ja dieser Klassiker, man legt dann eben, man smoked sich hier das alles ab und legt dann eben für die Base irgendwo hier und nimmt die Base zu dritt direkt ein über Haus. Aber sie machen es eben anders, lassen im Endeffekt die Base offen. Nov Academy rotiert zu viert über die Base, findet da keinen einzigen T. Und die Bombe kann sehr schön von Connector, Jungle und auch Base verteidigt werden. Jetzt aber zwei nette Deagle-Bretter von North Academy. Und Big nur noch mit drei Leuten. Und es könnte der klassische Big-Move sein. Erste gewinnen, zweite verlieren. Oh, ein Gott, wenn er jetzt hier links nicht checkt. Das sieht doch, ich glaube, er hat's auf dem Schirm. Aber ey, komm, mach den Kill. Jetzt Legia.
kann ihn zwar holen, aber die CDs rotieren schon zwei auf dem B. Glaze und Merch schon da. Alle mit der Diegel. Jetzt Legia. Und der Kopf ist weg von Legia als letzter. Noch Next. Der wirft hier durch. Hinter ihm war auch schon einer da. 12 HP bei ihm holt den ersten. One on two noch. Aber hinter ihm. Gate auch schon gleich da. Next. Und Glaze macht ihn. Ja, typisch Spick, würde ich sagen. Erste Runde souverän gewinnen und die Anti-Echo dann souverän verlieren. Aber so muss auch sein, ansonsten wäre Big nicht Big. Wer es noch nicht gesehen hat, gibt diesen vierten Teil von der Big-Dokumentation. Nee, das war die Big-Haus-Vorstellung, wo sie ihr Trainingshaus vorgestellt haben. Und da hat schon Gob selber gemeint, dass es sehr typisch ist für sie, die zweite Runde zu verlieren. Aber jetzt Keith. Und schon die Headshot, jetzt Tapsen aus Action raus. Lommi hat aber der Fokus zu Action, jetzt Next mit der AK aufgehoben. Lommi bekannt, dann Firebox, sehr schön gemacht von Next. Der Bang sitzt, die Bombe kann erstmal gelegt werden. Next mit dem nächsten. 4 on 2. Bombe wird offen gelegt. Acer im ersten, Gob kommt noch weg. Aber jetzt Acer und Glaze im Retake. Bomb liegt ganz offen. Oh, jetzt aber Gob schon down gegangen, 2 on 2. Jetzt noch Next und Legia. Und Legia geht auch. Jetzt Next im 1 on 2. Kann er es nochmal holen. Legia ein bisschen 4-Kill machen. Holt den ersten. Aber Acer ist ja schneller und macht den letzten Kill. Next leider keine Weste gehabt. Daher der Aimpunch auch zu stark gewesen. Er sah eigentlich so gut aus. Aber dann ist 4 on 2 ein bisschen schlecht ausgespielt. Sich einzeln fischen lassen und vielleicht versuchen sollen, stärker nochmal Crossfire sich aufzustellen. Oder falls man zusammen peakt, dann eben zur gleichen Zeit zu peaken. Das 4 on 2 war jetzt ein bisschen unnötig. Big E bin noch nach Force bei. Wir wissen eben, North Academy hat wenig Geld, wenn sie die Runde holen sollten. Aber Geld kann erst holen. Next mit dem Reflect. Jetzt Lommi noch in der Smoke. Boah, kann er sogar noch Keith auch noch losschießen. Jetzt Legia und Keith gegen 4. Und jetzt noch Legia mit der Bombe. Boah, den holt Glaze. Und jetzt dürfen es erstmal entspannt ein Echo sein. Er ist halt sehr verlockend als T, einfach mal öfters zu forcen. Gerade wenn man weiß, dass die CTs auch wenig Geld haben. Man hat hier die Bombe gelegt und taggt dann auf Close Range. Ist auch nicht viel schlechter als eine M4. Wenn man noch einen Helm hat. Jetzt aber Next im ersten. Ah, wieder erstmal auf. Jetzt noch Lommi anstairs. Tja, weggedrängt. Kann auch Tapsen holen. Sehr schön gemacht von Keith. Holt er noch ein. Jetzt hier der Retake 3 on 3. Oh, Keith holt da noch einen. Jetzt aber, Keith will's wissen. Jetzt weiß er's auch, dass er nicht noch einen holen kann. Aber Glaze kann er Gob ausmoven. Ah, schade. Jetzt letzter Next ohne Weste mit der Diegel. Wird auch hier weggemollied. Kann jetzt vielleicht Acer holen. Aber der Kill sitzt nicht. Acer macht ihn. Trotzdem schöne Echo. Schöner Go von Big. Auch hier wieder schaffen, erstmal den First Track zu holen. Machen den Spot auf. Aber dann sitzt der Retake von North ein bisschen zu gut. Ist auch schade von Gob. Wenn Gob den Track macht im Jungle, dann ist eigentlich die Runde schon safe. Also sehr viele knappe Runden. Es könnte eigentlich genauso 5:0 für Big stehen mit ein bisschen mehr Glück. Jetzt wohl Mitte Take. Wer hat sich ja weggemollied? Oh, musste aufpassen. Noch 30 HP. Und ich hätte erstmal vielleicht Steam aufgehen sollen. Irgendwas ist ja immer. Jetzt Mörz mit dem Fracking Gob. Die Bombe ist down. Und Lommi. Warte hier noch auf Tapsen. Und sehr schön gereadet. Kann ja Tapsen holen. Mit 3 on 5. Und Big muss ein bisschen Tempo erstmal rausnehmen.
Aber gut, lege jetzt down. Kief schon kurz durch mit AWP, aber es sind drei Leute. Kann den ersten holen, 8 HP noch. Aber Acer hat er nicht auf dem Schirm gehabt. Ist auf Next letzter. Kannst du noch einen holen. Kannst du da noch Geld holen. Ah, die Bombe ist dann am B. Er könnte fast überlegen, sie zu saven. Außer Gate läuft jetzt noch rein. Er läuft noch rein. Hat ihn, glaube ich, gesehen. Ja, ein Timeout wäre nicht schlecht. Vielleicht mal ein bisschen früher ein Timeout nehmen. Sich kurz beraten, was denn klappt, was nicht klappt. Also sie kaufen erstmal. Mal schauen, was sie vorhaben. Also geht wieder Richtung Mitte und B. Nexodul am A ein bisschen lurken. Gob und Keith müssen Mitte schnell hier ein. Jetzt Gob durch die Smoke gegen Lommy. Also endlich mal ein First Kill für Big. Am Standardaufbau. Glaze noch ein Mini-Döner. Ich glaube, Gate war noch hier. Ne, das ist Action. Jetzt wollen sie Tabs nur Connector schicken. Es wird aber, glaube ich, ein B-Split, wie es aussieht. Jetzt ist wichtig, wird Gob hier ein Mini-Döner checken. Da kommt die Flash. Die Flash sitzt zwar, aber oh, sehr schön gemacht von Gob. Nochmal die Posi zu checken. Dass sich auch ja keiner verkämmt. Wichtiger Flag. Jetzt Tabs mit dem Flag auf dem A. Und jetzt noch ein 5 von 2 und es sieht gut aus. Next aus dem Haus. Kann killen gegen Mörz nicht setzen. Aber jetzt Key Tabs mit dem nächsten. Er ist der letzte in der Base. Kann ihr vielleicht gleich Tabsen holen? Holt den ersten. Kann auch Keith holen. Jetzt noch ein 1 on 2. Und die Runde könnte auch mal eng werden. Denn Lege ist ganz weit weg auf dem B gewesen. Jetzt muss Kopf warten, dass Lege zu ihm schiebt. Also Gob legt schnell die Bombe. Aber Acer, denke es wird schon mal B. Also Acer mit dem falschen Read hat gedacht, dass Legi auf B ist und Gob mit der Bombe nachschiebt. Bombe A gelegt und die liegt für den Connector, für Legia. Also die Runde dürfte eigentlich safe sein. Und Acer geht auch schon saven. Ja, das wäre jetzt auch nochmal übel geworden. Auch die Runde nochmal herzugeben. In einem 1-on-4. Ja, das kann aber schnell passieren. Man denkt im Prinzip, die Leute leben noch, ein CT. Also muss man nicht safe spielen, kann erstmal schön Gas geben. Und läuft dann im letzten Verbleibenden noch rein. Acer gleich Acer. Dann wird es gleich mal übernommen. Danke für den Hinweis. North Academy hat noch mal Geld für einen bei. Also die Runde könnte sehr wichtig sein für Big, wenn sie die holen. Dürfte North Academy gleich ein Echo machen. Jetzt haben wir eine kleine Gap in der Smoke. Ich weiß nicht, ob die so gewollt ist. Und Big vermutet wohl hier einen Mitte-Push erstmal. Jetzt kommt die Flash. Merz wird hier weggedrängt. Oh, aber Kief durch die Smoke. Sehr schöner Kill gegen die AWP. Mitte sind erstmal offen. Tapsen, glaube ich, schon kurz durch. Was kann jetzt Tapsen holen? Wurde, glaube ich, jetzt gesehen. Acer wird jetzt weggemollied. Tapsen aber verpasst ihn ganz knapp. Jetzt Acer noch am Spot. Aber Legia hatten sehr schön in der Zeit. Kief noch mit dem Frag auf A, glaube ich. Von kurz aus. Und die Runde sieht wieder sehr gut aus. Müssen wir gleich sehen. Kann da einen Hit setzen. Aber mit der USP. Konnte die AWP nochmal picken, wenn die vielleicht saven kann. Kann noch Keith holen. Ein großes Gate. Der ist schon mal saven gegangen. Also, das dürfte die dritte Runde für Big sein. Und North Academy könnte eine Echo haben. Oder sie forcen nochmal. Haben die AWP, haben die M4. Ich glaube, das wird nochmal ein Force.
Ja, man hat wenig Geld, aber ich glaube, sie machen es ja. Also, man sieht schon, UMP wird gedroppt. Wirtz bekommt die AWP. Und man geht auf den Force. Man weiß eben auch jetzt, dass Big wieder wenig Geld hat. Man hat die AWP, wenn die AWP in der Mitte vielleicht ein, zwei Frags gleich ziehen kann. Sieht doch ganz gut aus. Also, Mitte Fake mit den Smokes gleich mit dem A-Execute. Und da ist Geld, glaube ich, ganz alleine. Und der Fake könnte perfekt aufgehen. Sobald die Smoke fadet, werden sie rauspushen, glaube ich. Und wir sehen, jetzt rotiert aber Merz in die Base und der Go könnte vielleicht zu spät kommen. Was kann jetzt Geld hier holen? Kann zwar Tapsen holen, kann sogar noch Gop holen. Und da kommt sogar noch Max von noch der Backup, Merz mit AWP. Ja. Und so schnell kann es gehen. Merz eben schön geschoben. Wir haben es gesehen. Gerade als Big den Argo machen wollte, ist dann Mertz über die Base geschoben und konnte im Endeffekt dann ein Backup geben in die Action. Und der konnte hier ganz schön defensiv ausspielen, die vorpushen lassen, dann kommen nach Lomme vom Jungle aus. Und da wurde Big in die Mangel genommen. Und jetzt eben nochmal eine Echo für Big. Und das sieht nach einem Bego aus. Next wird hier noch Mitte abgestellt. Der könnte hier gleich Besuch bekommen. Ich glaube, er hat die Steps gehört. Bin nicht ganz sicher, was. Ich glaube, es soll ein Doppel-Triple-Fake sein, dass jetzt Scott mit der Bombe hier alleine gelassen wird. Lege sollte jetzt B ein Billig-Fake machen. Jetzt kommt gleich ein A-Fake. Tapsen irgendwie schon fast im Jungle hier durch. Falls man jetzt noch ein, zwei Frags auf A ziehen kann. Ah, schade. Tapsen im schlechten Timing. Jetzt kommt man B gegen Acer. Aber mit einer Glock sieht es, glaube ich, schlecht aus. Jetzt aber Next mit zwei Deagle-Brettern. Jetzt kommt, hört ihn hier wegsteppen. Aber noch zwei auf B. Jetzt den ersten holen, aber kurz noch einer, mit dem wird er nicht rechnen. Kopf! Ah, schade, Glaze machten. Next noch One on Two. Er hat noch Zeit. Kann jetzt vielleicht hier Glaze holen. Hat ihn gesehen. Erster jetzt sitzt. Zweiter, dritter jetzt sitzt. One on One noch. Und Next hier vielleicht mit dem 4K oder Ace. Gate gegen Next. Hat jetzt, glaube ich, gesehen und er macht den Hit. Aber Gate mit dem Headshot. Schöne Runde von Nex. Ja, verständlich, dass jetzt Scorp nicht noch mit dem zweiten an kurz rechnet. Und einfach schnell die Bombe legen will. Mitte wird erstmal aufgelassen von Big und sie verteilen sich eher Richtung B. Next wieder Lurker am A. Also mal schauen, was es wird. Vielleicht wird es ein A-Fake von Legia und Tapsen über die Mitte zum Connector. Next kommt dann vielleicht Action House raus. Oder auch doch nicht. Jetzt gehen sie doch nochmal Mitte. Sollen sich vielleicht nur Zeit lassen, ab immer was offensiv kommt. Jetzt auch langsam die Mitte einnehmen. Ja, die Flash kam ein bisschen zu gut. Oh, irgendwas. Da gibt es einen kleinen Stopp. Replay. Okay, auch nicht ganz sicher, was passiert ist. Okay, zwei wohl hängen geblieben. Ich habe vorhin schon eine kleine Diskussion gesehen im Chat, wo es darum ging,
Ob Big eben eher auf der T-Seite stärker ist oder auf der CD-Seite. Ah, ich hätte es jetzt eigentlich eher auf der T-Seite ein bisschen stärker eingeschätzt. Weil sie dann meistens unter Gobs Leitung ein bisschen koordinierter spielen. Meistens auf Trade Kills gehen. Und auf der CD-Seite. Da ist dann eben wieder Spot nochmal einzeln gehalten. Also wenn Gob auf dem A steht, dann wird er wahrscheinlich nicht ansagen, wie jetzt Legia und Tabson am B spielen sollen. Hey, servus Nico. Ist auch am Start. Also Mirage ist der Map-Pick von Big. Darf man nicht vergessen. Was mich jetzt aber auch ein bisschen gewundert hat, dass sie jetzt Mirage gepickt haben. Ach, Sekunde. Kann ich mal kurz Steam aufgehen. Sonst verpeile ich das nachher wieder. Also, es geht wohl weiter. Neuer Versuch. Key für die AWP. Aber diesmal wollen sie Mitte schneller anspielen. Also, wechseln ja nochmal ab und Kief. Oh, sehr knapp daneben geschossen. Merz muss da aufpassen. Will vielleicht nochmal gleich peeken. Wir sehen, North Academy lässt erstmal die Mitte wieder ein bisschen offen. Decken zu 2B. Spielen im Endeffekt 2-1-2. Also decken hier sehr schwach nur den A. Und Nex ist hier im Haus vorne. Aber Gate ist jetzt schon Action durchgepusht. Und die Info ist sehr wichtig. Jetzt kann Gate ansagen, es wird kein Argo. Anders noch im Haus, den habe ich safe. Jetzt ist gleich ein B-Split und jetzt laufen sie wahrscheinlich in einen richtig harten B-Stack rein. Außer Nex kann den Kill machen, der war so wichtig. Jetzt muss eigentlich Nex ansagen, dass sie wissen, dass es ein B-Go wird. Dürfen denn eigentlich jetzt nicht B gehen. Und wenn, dann erst ganz langsam. Also sie gehen trotzdem B vor. Na gut, man hat es eben schon kurz eingenommen. Und Gob kann auch jetzt erstmal mehr holen. Er kann holen. Tabs im nächsten. Da ist zwar noch Acer, der kann noch zwei holen. Kann noch einen dritten holen. Noch einen Headshot setzen gegen Nex. Und Nex tut down als letzter Kief von 1-on-1. Und die Runde wird nochmal knapp. Aber Kief hat safe. Ja, ich kann nicht glauben, dass man die Runde auch nochmal fast verschenkt hätte. Also Gob ist ja auch gerade ein bisschen. Ich sag Gob, Big ist hier ein bisschen auf. Ja, Geberlaune. Und zwar vergeben sie mal gerne ein paar Frags oder ein paar Runden. Und jetzt gehen sie A und da ist ein A-Stack. Also wie es aussieht, hat wohl Gob B hier das falsche Buch in der Hand. Aber nur eine USP-Echo. Ich glaube, die Runden dürfen nicht allzu gefährlich werden. Aber mal abwarten. Jetzt Mörd zum Lommi. Lommi kann ersten holen. Nächster mit zwei Kills. Mörd jetzt down. Glaze noch. Im Haus oben. Aber Gob hat einen Safe. Und letzter noch Elsa. Ist auch bekannt.
Aber da können wir zwei Leute low schießen. Und Nex und Gott mit 24 HP. Keith, letzter mit Full HP. Und er macht auch den Kill safe. Somit die fünfte Runde für Big. Und das sieht doch ganz okay aus. Legia eingeschlafen, sagt er. Ja, Legia ist wohl noch in der Tiefschlafphase. Aber ich glaube, er wird spätestens auf der CT-Seite aufwachen. Wir sehen Mitte Push von North Academy. Kurzer Push, Glaze mit dem Fracking Gob. Wird jetzt erstmal eingenommen. Und jetzt gehen sie einfach B Vollgas drauf. Legia mit dem ersten. Also Legia ist wieder da. Dann will er einen zweiten holen. Jetzt noch vorne Free und B erstmal eingenommen. Aber halt schon in der Küche da. Vielleicht Legia mit dem nächsten. Punkte Hit setzen. Und Legia. Dann macht ihr alles wieder gut. Also klappt doch. Aber nur ganz kurz mal Flame. Und dann geht's auch schon los. North eben mit der Echo. Erstmal Mitte Take. Die Runde eben. Also Gob war Mitte defensiv. Wird Mitte gepusht und stirbt. Und dann ist halt eben. Hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man spielt nochmal ganz extrem langsam. Muss nochmal die Mitte einnehmen erstmal. Und dann nochmal breit aufbauen. Oder eben Gob stirbt. Sieht, dass da zwei, drei Leute Mitte pushen. Und dann weiß man. Naja, sobald hier zwei Leute Mitte pushen und drei Leute Mitte pushen. Kann maximal eigentlich nur einer auf dem B-Spot oder A-Spot stehen. Also dass sobald Mitte gepusht wird, werden ja die Spots zwangsläufig schwächer gedeckt. Und daher dann eben gab es die Entscheidung, gleich B zu gasen. Solange da nur einer auf dem Spot steht. Und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt wieder ein kleiner A-Stack. Kapsel muss aufpassen. Jetzt Keith down. Beyond Free und Tabs auch noch ganz low HP. Alle drei in der Action gefangen. Der Pfleger vor. Hat noch volle HP. Aber hier kann erstmal gelegt werden. Ich würde ja sagen, die Runde sieht eigentlich safe aus. Aber so wie es bei Big Rad läuft. Bin aufgepasst von Tapsen. Hier nach hinten abdecken. Aber jetzt lege ich auch noch low HP. Jetzt kommt Letzter mit Full HP. Da kann auch hier einen Kill setzen. Und Legia sneakt sich durch die Smoke durch. Also schön von Big zurückgekommen. Am Anfang erstmal zwar viele knappe Runden verloren, aber dann gab es die kleine Kehrtwende. Jetzt hat man hier einen kleinen Lauf. Und man geht wieder Richtung B. Also diesmal steht nur einer am B und die Entscheidung könnte die richtige sein. Wird ein B-Split. Drop und Tapsen. Über kurz. Jetzt kommt der B-Go und lege da wieder vor. Legia und Nex. Merz am Spot of Bekanntheit mit der AWP. Wird auch jetzt gesehen. Dankeschön gemacht von Legia. Mit vorn free. B erstmal offen. Tapsen. Schön gemacht. Deckt gleich nach hinten ab. Holt sich eine gute Pose gegen Acer. Er kletzer Gate. Und der geht down gegen Legia. Und mit 8 zu 7. Und nach einem sehr schlechten Start kann hier Big nochmal aufholen. Und solide 8 Runden gewinnen. Also ich glaube, mit 8 Runden kann man eigentlich zufrieden sein. Auch wenn, wie angemerkt, Big R1T starkes Team ist, finde ich, sind 8 Runden auf Mirage ein ganz gutes Ergebnis. Vor allem waren es eben wirklich viele, viele knappe Runden, gerade am Anfang.
Also ich glaube, Leute, wir haben hier alle vielleicht ganz gut verkackt mit dem Tipp, wer Topfragger sein wird und wie viel Frags Tapsen machen wird. Jetzt aber ein schneller Action-Push von Tapsen und Legia. Und die können hier in einen Mega-Stack reinlaufen. Jetzt wird's wichtig. Blaze. Tapsen kann sogar noch einen holen. Jetzt Legia auch noch da. Kommt noch mal weg, aber aus dem Haus. Oh, ein Keef. Sehr schönes Backup. Jetzt aber Legia down, so mit 3 und 3 noch. Keef noch einen Stairs. Und die Flash aber auch noch blind geworden. Und Gate macht den Kill. Gob im Jungle erstmal gefangen. Sehr schön gemacht von Gob. So mit 1 und 2 noch. Und Nex. Um Spot gegen Glaze. Somit auch hier wieder die First Round für Big. Und jetzt heißt es, die zweite Runde souverän verlieren. Und es fängt schon mal gut an. Gate mit dem ersten Kill gegen Legia. Ja, Tabs sind auch schon Low HP und Keef muss jetzt erstmal A alleine decken. Und falls Keef fallen sollte, dann ist der A erstmal offen. Jetzt Keef will aber vorpushen. Muss hier ein bisschen aufpassen. Aus war auch noch ein Spieler. Aber Acer geht Death. Und sie bauen Richtung B auf. Oh, jetzt bekomme ich Schluck auf. Sorry. Man will hier wohl, glaube ich, B splitten vielleicht. Nicht ganz sicher. Glaze noch im B-Haus vorne. Die Bombe geht langsam Richtung kurz. Also wird wohl ein B-Split. Und auf dem B, da stehen Nex und Gob. Jetzt Nex an kurz, kann ersten holen, aber dreht sich zu früh weg. Ah, nicht gut gemacht von ihm. Doch, Gob als Backup da. Jetzt Gob ein bisschen am Spot gefangen. Bekommt schon Backup von Tapsen aus der Kitchen. Und Tapsen im nächsten. Jetzt letzter Glaze am Spot. Und den macht Gob. Also Tapsen hilft dir aus. Eigentlich eine schöne Posi von Nax gewesen, an kurz hier. Aber hat dann wohl ein bisschen Angst, dass B-Haus rauskommt. Weil ich glaube, Gob arg defensiv gedeckt hat. Da muss vielleicht Gob. Ich bin nicht sicher, ob Gob hier das Fenster hatte. Falls ja, hätte ich Nex nicht umdrehen müssen. Da war die Kommunikation nicht ganz perfekt. Denn wenn Nex da noch kurz weiterhin hält, hätte er locker noch ein, zwei Frags holen können. Und gleich bekommt hier Nex Besuch, also was kann er holen? Holt den ersten, holt den zweiten, holt den dritten und den letzten holt er auch noch. Und das Spraydown von Nex, somit 11 zu 7. Und jetzt kommt die erste Equip Round von Knife Academy auf der T-Seite. Ah, Merz könnte AWP kaufen, macht er aber nicht. Also wollen die vielleicht was Schnelles spielen? Mörz hätte sogar eine AWP, glaube ich, mit einer kleinen Weste kaufen können. Was sieht nach dem Arc-Executor aus? Oh, und sie pushen gleich Haus rein. Und das kann wichtig sein. Aber Acer macht den Kill. Acer macht sogar beide Kills gegen Tapsen. Und gegen Nex, das darf nicht passieren. Jetzt letzter Gob. Da kann zwar noch Acer holen im Haus. Aber der Spray wurde gut versammelt. Ah, der Frag muss safe sein. Wenn sie da Acer im Haus haben, sieht die Runde so gut aus. Dann ist Haus eingenommen. Man kann Action gegenflashen. Man hat komplett Fokus auf Action. Aber Acer, dass er beide
Also wirklich beide noch holen kann im Haus. Ich weiß nicht, wie das möglich war. Da muss ein sehr gutes Lenkrad am Start gewesen sein. Bei beiden CTs. Und jetzt Lega Close. Hier, push ja rein, kann ersten holen. Man hat noch Glaze gesehen. Also Argo erstmal geblockt. North Academy baut nochmal mit dir auf. Der Molly sitzt. Jetzt wird es aber nochmal. Wird es ein Kurzgo? Ich bin nicht ganz sicher, weil die Bombe ist noch mit dir unten. Ah, sehr schön gemacht von Gob. Erstmal Lommy holen mit 5 von 2. Und die Runde sieht so safe aus. Kief hat da Gobs Rücken. Jetzt letzter Glaze. Kann eigentlich die Waffe saven gehen. Und sie könnten nächste nochmal kaufen. Oh, sorry. Ich muss fast niesen. Bin halb gestorben. Ja, Frühling kommt oder ist schon da. Da kommen auch die Pollen. So, North Academy hat nochmal Geld für ein Buy. Da kommt kleiner mit, der Push von Tapsen. Aber Lommy geht schon defensiv. Hat jetzt Tapsen auch gesehen, aber mit erstmal eingenommen. Von Big. Oh, jetzt lassen sie eben Nex alleine am B. Jetzt muss Nex aufpassen. Rotation kommt so langsam. Sie schieben weg vom B. Oh, wenn jetzt Nex hier nur einen holen kann. Kann ersten holen, kommt noch weg. Tapps auch noch einen kurz, kann gute Hits. Jetzt ist vielleicht Nex, aber wer war denn das bitte? Ein Lommy aus dem Haus wollte schon sagen. War das hier Superman, der aus dem Haus rausgeflogen kam. Ein Retake sitzt, Tapsen und Keith mit den Kills. Letzter ist auch Lommy und er geht auch dann gegen Gob. Also ging alles nochmal gut. North Academy ähnlich gespielt wie Big in der Situation. Als sie mit eben gepusht wurde, sehen Tapsen pusht Mitte hoch. Können dann vermuten, dass vielleicht der B-Spot ein bisschen schwächer gedeckt ist. Und wollen eben B durchfahren. War auch nochmal knapp. Also wenn Nex da keinen holt oder gleich stirbt, das ist, glaube ich, ein bisschen übel gewesen. Aber so alles ganz gut. Nex holt den ersten. Kann schon auf Zeit spielen. Der fährt an der Säule. Absnitt von kurz aus. Und dann kommt auch schon die Rotation. Also, schöne CD-Seite bisher von Big. Nur eine Runde abgegeben. Jetzt haben wir ein Argo. Und A wird wohl ein bisschen auf Retake gespielt, wie es aussieht. Und North Academy lässt sich aber viel Zeit. Die Smokes fällt nämlich schon bald. Jetzt gehen sie raus und wollen hier Jungle vor, aber steht Tapsen schön defensiv. Waffe in die Hand. Macht den Kill gegen Glaze. Jetzt noch Merz und Lommy. Letzter Merz. Und der ist noch mit dir oben als Lurker da. Schnell Mitte-Take. Da kommen schon die Flashes. Tapsen bleibt beim Connector drin. Wahrscheinlich soll Gob B eigentlich Backup geben. Gutes Timing. Wurde da, glaube ich, gesehen. Ich bin nicht ganz sicher. Kommt die Flash. Tapsen kann erst nur und kann auch mal wegkommen. Das ist schon der Move. Aber bleibt im Connector stehen. Holt einen zweiten. Ah.
aber Lomme macht den Kill gegen Tapsen. Kief konnte Acer wegholen, der am A-Lurken war. Jetzt noch Lomme und Mertz im 1-on-4, hat Kief gesehen. Lomme mit dem Kill gegen Gob an kurz. Lomme mit dem nächsten, somit B erstmal auf. Jetzt noch Mertz in der Action, ist glaube ich bekannt, bin ich ganz sicher. Und das Timing und Kief. Das war Legia, kann nur Pelz setzen, aber Legia mit dem Kill gegen Lomme, somit letzter Mertz mit der Bombe und der Arcana-Hand. Hat noch 17 AP, Zeit wird auch knapp 20 Sekunden, muss ja nicht komplett durchheizen. Und Kief rotiert schon. Und der dürfte sich hier gleich freuen. Sehr schön gemacht von Kief. Schöner Silid Bang. Aber die Runde wäre nochmal knapp geworden, wenn Mertz nicht in der Sekunde genau die Flash anzieht. Wenn er dann nämlich Legia holt, wäre es noch ein Turn 1 gewesen und Kief wäre auch bekannt gewesen. Aber alles nochmal gut. Das wird 15 zu 8. Jetzt haben wir hier ganze 7 Map Points für Big. Warum bin ich hier in der Mitte? Der hat, glaube ich, Tapsen gesehen. Wir müssen eigentlich ansagen. Jetzt macht der B-Go und nächste am B. Holt wir den ersten. Holt aber keinen zweiten. Wir jetzt erstmal auf. Ne, Gob noch da. An kurz. Oh, da ist Lomme. Putzt durch die Smoke durch. Und das Timing sitzt. Gob somit down. Und es dürfte die Knochenregel sein. Überlege, pushe gerade schnell durch. Wurde ihn noch gesehen? Ist aber blind. Und Acer macht einen mit letzter Kief mit AWP gegen 3. Und die macht Blaze. Also mit 15 zu 9. Also Norfolk Carry baut wieder breit auf. Dem einen, der im Haus lurkt. Zwei Mitte. Bei einem B. Gleich schon ganz vorne hier am B. Da steht Next. Jetzt aber Gob und Tafs mit den Frags an der Mitte. Ja, Glaze wartet auf Gob, der vielleicht kurz mal zurückkommen soll. Aber jetzt Hubsen räumt in der Mitte auf. Gates mit dem Kill gegen Kief. Aber Turn 4 dürfte doch relativ safe sein. North Academy hat noch genug Equip, um irgendwie auch ein Go zu faken. Also haben wir noch ein paar Smokes, ein paar Mollys. Also sie wollen jetzt B gehen. Und Big macht es, glaube ich, relativ gut. Sie lassen die Mitte eben einfach auf und decken einfach nur die beiden Sides. Jetzt kommt in den Frag gegen Glaze. Und kurz, glaube ich. Und Next im letzten gegen Gates, somit 16 zu 9. Und Big gewinnt die erste Map. DE Mirage, was auch der Map-Pick war von Big.